Hallo ihr Lieben, als kreative Content-Creator, Filmemacher, Fotografen und Grafiker ist eines der wichtigsten Tools euer Monitor. Farbwiedergabe und Schärfe sind wichtige Punkte, die für euch einfach passen müssen. Worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch einen neuen Monitor kauft, das erkläre ich euch in diesem Video und stelle euch auch ein paar Alternativen vor. Legen wir gleich los! Bei einem Monitor für Videobearbeitung, Fotobearbeitung, Grafik und so weiter kommt es auf bestimmte Eigenschaften an, die wir hier jetzt erst einmal bestimmen wollen. Es gibt drei verschiedene Arten von Bildschirmen. Twisted Nematic, kurz TN, VA, sogenannte Vertical Alignment und In-Plane Switching Panels, die IPS-Monitore. Nematic what? Ja, klingt kompliziert, aber diese unterschiedlichen Modelle unterscheiden sich einfach nur in der Bauweise und wie sich die Flüssigkristalle verhalten. Wie das genau funktioniert und wie diese sich bei welchem Modell verhalten, das könnt ihr gerne mal googeln. Uns geht es jetzt erst einmal darum, was wir, die jetzt an Premiere Pro, DaVinci Resolve und Photoshop sitzen, benötigen. TN-Monitore sind sehr schnell, gute Reaktionszeiten, relativ günstig, leider aber auch schlechte Farbwerte, schlechter Kontrast und wenn man von der Seite auf das Display schaut, sieht man ein verfälschtes Bild. Für Gamer geeignet, für uns eine Vollkatastrophe. VA-Monitore sind aufgrund der Bauweise schon viel besser in der Farbdarstellung und vor allen Dingen im Kontrast. Diese Monitore verfügen über die besten Schwarzwerte und es gibt für Kreative hier und da schon sehr gute Monitore. Aber an die brillanten Farben von IPS-Displays kommen diese nicht ran, denn diese sind genau das, was wir brauchen. Sie verfügen über eine exzellente Farbechtheit, einen guten Kontrast und sie sind fast blickwinkelunabhängig. Nachteile hier, sie verbrauchen mehr Strom und sie sind natürlich teuer. War klar. Also IPS soll es am besten sein. Für die Farbwiedergabe gibt es zum Glück Werte, die uns ein bisschen helfen, verschiedene Monitore einschätzen zu können. Es gibt verschiedene Farbräume und Standards. Die Standards, die für uns interessant sind, sind sRGB für Web- und Computergrafik, REC 709 oder den neueren REC 2020 für TV-Film und Adobe RGB für Print. So ein Farbraum beschreibt im Prinzip eine Spanne oder eine Range der Farben, die möglich sind. Haben wir jetzt beispielsweise zwei Bildschirme, einer mit einem Wert von 60% sRGB, der andere mit 99% sRGB, so wissen wir, dass die Spanne der möglichen Farben beim zweiten größer ist und somit haben wir dann die Möglichkeit, mehr Abstufungen der Farben, der Abbildungen zu betrachten. Die eigentliche Maßzahl der Farbtreue gibt der Wert Delta E an. Je kleiner diese Zahl, desto echter werden die Farben dargestellt. Kommen wir vom Thema Farbe zu Auflösung und Größe. Die Größe ist ein bisschen Geschmackssache und kommt auch darauf an, wie dicht ihr vor euren Monitoren hockt. Ich persönlich sitze gerne relativ dicht am Monitor, von daher bevorzuge ich eher kleinere Bildschirme. Grundsätzlich geht es um 24 Zoll, 27 Zoll und 32 Zoll Monitore, wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Monitor im 16:9 Format benötigen. Auflösung sollte man dann wie folgt wählen: 24 Zoll Full HD, 27 Zoll 4K und bei 32 Zoll mehr als 4K. So, da wir nun gut vorbereitet sind, gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Ich verlinke euch die Monitore unten in der Beschreibung. Solltet ihr über diese Links einen Monitor erwerben, unterstützt ihr diesen Kanal ohne Mehrkosten und dafür bedanke ich mich an dieser Stelle. Um die 750 Euro sRGB und REC 709 Werte von 100% und die Möglichkeit, den Bildschirm hochkant zu drehen, sprechen für den BenQ PD3200U. Der 32 Zoll 4K Monitor ist ein guter Einstieg für Kreative, die am Anfang ihrer Karriere nicht wahnsinnig viel Geld zur Verfügung haben. Einen etwas anderen Ansatz in Sachen Aspect Ratio macht der LG 38UC99W. An dieser Stelle sei gesagt, dass die Produktionsbezeichnungen von Monitoren gerne so gewählt werden, dass man sie sich auf gar keinen Fall merken könnte. Ich stelle mir da immer ein Meeting vom Marketing vor, der eine Marketingmensch: Ich habe da eine super Idee für einen Namen, LG 38UC99-W. Und alle im Raum so: Ja, yeah, Mann, geil, hey, geile Idee. Egal, kommen wir zurück zum Monitor. Das gestreckte Format von 21:9 ist sehr gut für Timeline-Editing in der Videoproduktion, denn so eine Timeline ist halt, ja, lang. Ansonsten kann der Monitor mit einer ordentlichen Qualität aufwarten.
Wenn ihr eine richtige Bank haben wollt und einen Bildschirm haben wollt, der preis-leistungstechnisch echt reinhaut, dann holt euch den BenQ SW27.1. Dieser 4K 27 Zoller hat 100% sRGB, 99% Adobe RGB und 100% REC 709. Das 10-Bit-Farbdisplay ist also geeignet für alles, was in irgendeiner Weise kreativ ist, zu einem vernünftigen Preis. Sieht abgefahren aus und ist ein ziemlich geiles Teil. Und hier hat der Mensch, der für die Produktionsbezeichnung zuständig ist, Gnade walten lassen. Der Predator X27. Mit einem Adobe RGB-Wert von 99% ist dieser Exot ein Powerhouse und gerade für anspruchsvolle Grafiker, 2D- und 3D-Artists eine echt gute Alternative. Arbeitet ihr viel mit HDR, bietet dieser Bildschirm die richtigen Tools, um hier alles im Überblick zu haben. Wenn es um farbechte Displays geht, darf ISO nicht fehlen. Eigentlich sind alle Color Edge Modelle von ISO empfehlenswert. Wir schauen uns mal den CG27.9X an. Mit Top-Werten und super Verarbeitung der Goldstandard für Videobearbeitung, Foto und Grafik. Wenn ihr also ambitioniert seid, ist dieser Bildschirm meine persönliche Kaufempfehlung. Nach oben hin ist ja bekanntlich immer Luft und von daher gibt es natürlich auch noch Monitore, die noch viel teurer und besser sind. Ich denke da zum Beispiel an die 30.000 Euro Klopper der Prominenz-Reihe von ISO. Diese werden aber meistens in großen Produktionsfirmen fürs Kino geführt und sind für die meisten nicht erschwinglich und unwirtschaftlich. Ich hoffe, ihr konntet bei meinem Monitor-Special etwas lernen und wurdet inspiriert, eure Arbeitsumgebung zu verbessern. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Lars Zacharias, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.